Ja, ich begrüße euch wieder zurück. Hallihallo. Hier haben wir beim letzten Mal aufgehört. Und wir gehen jetzt runter zu dem, was von der alten Kommune noch übrig ist, glaube ich. Ah, guck mal, sie rennt mit, wenn wir auch rennen. Das ist doch ganz praktisch. Ja, großes Gebiet, da können natürlich sehr viele Monster, Gegner, was auch immer warten. Mal schauen. Ah, da leuchtet schon was ein bisschen komisch. Aber ich finde es ganz gut, dass wir gerade halt noch zusammen sind. Und da wird wieder nur sie durch können, oder? Ja. Das sieht wieder so aus, als würden wir jetzt getrennt werden, gerade wo ich sage, oder? Können wir hier vielleicht noch rein? Na toll, noch mehr Nebel. Ja. Du solltest nach einem anderen Weg suchen. Ich komme klar, Hannah. Okay, lass uns versuchen, bis hinten zur Kuppel durchzukommen. Das klingt gut. Viel Glück. Also, das soll jetzt nicht doof sein, aber wie wäre es, wenn wir einfach zusammen den Weg gehen, den wir beide gehen können? Oder? Ist halt immer noch verriegelt. Ach, jetzt kann ich hier durch, Merkt euch natürlich. den Namen. Muss ein bisschen Ich bin aufpassen, ich wichtig. habe wirklich nicht mehr viel HP. Das wird jetzt hier ein bisschen tricky. Warum leuchtest du so doll? Zeig mal her. Macht ihr auch weiterhin Notizen über ihre Stimmung und individuellen Bedürfnisse? Wer ist mit wem befreundet? Wer hasst wen? Es ist entscheidend, dass ich über diese Informationen verfüge. Nur so kann ich die verschiedenen Aufgaben nach den Prinzipien der Prismenwissenschaft gestalten. Denk dran, dein Status als Beobachter hängt davon ab, dass du akkurate und detaillierte Informationen lieferst. MA. Um wen geht's hier? Huch! Schon wieder so erschrocken. Ja, da geht's gleich weiter, wie es aussieht. Wir haben aber noch einen neuen Film, und zwar Das Tor zum Nebel. Was ist hier? Das ist hier auch, oder? Haben wir die alle noch nicht geguckt? Ich mach mal die hier an, weil ich weiß nicht, ob wir die schon hatten. Willkommen. Ich bin Monroe Anton, Gründer der Prismenwissenschaft. Unsere Prismengemeinde übertrifft all meine kühnsten Erwartungen. Unser drittes Auge versucht schon lange hinter den Nebel zu blicken. Doch er ist kein Schleier, sondern ein kosmisches Tor. Und dank meiner Forschung und der meiner Tochter konnten wir uns den heiligen Schlüssel beschaffen. Ein Ziel der Prismenenergie ist die Saat der Erfüllung, statt die der Täuschung zu säen. Ich glaube, das hatten wir noch Durch nicht. den Nebel zum Ruhm. Ja, natürlich. So, und dann hätten wir noch Prisma Maske Grün. Hallo, ich bin Monroe Anton, Gründer der Prismenwissenschaft. Eure Verbindung zu dem Prisma, der reinigenden Energie, kann schwierig zu halten sein. Doch mit diesen Masken könnt Nee, ihr die das hatten wir Verbindung schon. durch die heiligen Tiere Okay. festigen. Nevermind, das hatten wir tatsächlich schon. Aber das letzte müsste dann noch neu sein, right? Die sind doch geordnet, nachdem, wie wir es finden, oder? Ihr fragt euch gewiss, weshalb ihr hier seid. Für mich ist nun die Zeit gekommen, in die Prismendimension einzugehen. Meditiert zu meinem Übergang in den Kosmos, während ich für euch einen Bund mit dem Nebel eingehe. Und wisset, dass eure Energie der meinen alsbald in die erleuchtete Reinheit folgt. Durch den Nebel zum Ruhm. Ja, weiß ja nicht. Okay, hier geht's auch weiter. Hier ist von der anderen Seite verriegelt. Lass mich raten, hier auch. Deswegen müssen wir dann halt hier weiter. Oder auch nicht, weil da was davor ist. Oh. Oh, hier kam ich her. Huch. Ja. Okay.
Es ist unglaublich leicht, Leuten Geld abzunehmen, die einem vertrauen. Du Arschloch. Ja, ich muss mal gucken. Unsere Werte sind alle nicht so geil. Wir haben aber gerade was zum Heilen gefunden. Das ist die Frage. Ich glaube, wir machen mal den. Wir nehmen dann lieber hier noch einen. Dass wir noch so ein bisschen Backup haben. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wir werden da doch gleich runterkrachen, oder? Da unten ist schon alles so. Das ist viel zu wackelig. Haben wir so eine 50-50? Nicht 50-50, ne? 33,33% Chance hier. Ist anscheinend egal. Oder auch nicht. Ach man, ich hab mir so viel Mühe gegeben. Nicht außer Kontrolle. Nicht außer Kontrolle. Oh. Meint ihr, es war akkurat Zufall? Wie das jetzt gelaufen ist, oder? So ziellos. So unbedeutend. Wie ein Niemand. Das Problem ist, unsere Psyche leidet hier natürlich ziemlich. Weil hier alles rot ist. Und hier ist auch nicht wirklich was zu looten. Gut, wir müssen an dem Vieh da hinten, glaube ich, noch vorbei. Ich glaube, wir werfen uns mal einen Snack ein, weil es hilft ja nichts. Ist das der Angucker? Na, wir müssen am Angucker vorbei. Ey, ich habe aber Ausweichen gedrückt. Nur Halluzination. Oh shit. Ich kann hier gar nicht vorbei. Huh? Muss ich hier vielleicht hoch? Oh nee, muss ich nicht. Scheiße. Ja, ich sag, wie ist das? Ich bin einfach hinüber. Das ist ja nicht so gut gelaufen. Da habe ich mich jetzt komplett verirrt. Also, ich dachte, wir gehen jetzt halt einfach irgendwie da am Ende wieder raus. Naja, wir können es ja nochmal so. Warte, wie hatten wir es? Das ist viel zu wackelig. Es war links und rechts. Und dann würde ich sagen, nochmal rechts. Wäre es wirklich links gewesen? Verdammt. Ja, die Sache ist aber... So. Und es geht hier doch nirgendwo weiter. Also. Es ist egal, was ich will. Niemand versteht es. Bin ich hier ein bisschen zu verpeilt, vielleicht? Ich finde den Ausgang nicht. Oder kann ich hier das verschieben? Nee, ne? Hinter dem Arm, oder wie? Kann ich das angreifen? Nee. Und da ist dann unser Kumpel wieder. Das gerät nicht außer Kontrolle. Muss ich mich einfach töten lassen? Das gerät nicht außer Kontrolle. Bin super verwirrt. Nur Halluzination. Halluzination. Müssen wir uns töten lassen? Vielleicht habt ihr einen besseren Blick drauf von außen. Aber ich sehe absolut nicht, wie man hier dann wieder hochkommen soll. Ich meine, fürs nächste Mal wissen wir jetzt safe, welcher Weg der richtige ist, aber... Das ist doch irgendwie komisch, oder? Das kann ja eigentlich nicht die Lösung sein, right? Eigentlich muss es doch eine Möglichkeit geben, auch wenn man runterkracht. Naja. Ich weiß ja auch nicht. Diesmal machen wir uns die mal vorher schon. Das ist viel zu wackelig. Also links, rechts und links. Umso seltsamer, dass wir die ersten beiden richtig hatten. Oder es kracht hier jetzt immer runter, ne? Also muss man hier wirklich rumprobieren und ist halt einfach Fakt, wenn man unten landet? Das ist ein bisschen seltsam. Naja. Weise Entscheidung. Löse das Sparrenrätsel, ohne zu stürzen. Naja, ich sag mal, das stimmt jetzt nicht ganz, aber... Naja. Hannah? Hannah, kannst du mich hören? Ja, kann man die andere Seite auch raus? Nee. Okay.
Geht's dir gut? Bist du in Sicherheit? Ja, ich glaube schon. Muss kurz durchatmen. Ich bin jetzt aber bei der Erdkuppel. Okay. Oh, sie ist schon da. Bin auf dem Weg. Ah, da müssen wir doch wieder rein. Oder? Dann gibt es hier so viele Möglichkeiten gerade, das verwirrt mich. Ah, hier kann man auch noch rein. Scheiße. Oh, wenn er jetzt gleich. Da kommt gleich so ein Gegner aus dem Klo raus. Aus einer von den Kabinen kommt gleich ein Gegner raus. Ich werde mich trotzdem erschrecken. Okay, wir können in die reingucken, das ist gemein. Ein Kraut. Super, das hat sich doch gelohnt. Ah, okay. Das wäre aber ein guter Jumpscare gewesen. Da hätte ich mich jetzt wirklich eingeschissen. Puh. Glück gehabt. Gucken uns trotzdem mal zuerst noch hier außen rum, würde ich sagen. Oder ist das schon die Kuppel, wo wir hin müssen? Zu ihr? Ich weiß gerade nicht, wo es weitergeht. Das ist die Kuppel, oder? Das heißt, wir müssen erst uns noch das andere angucken. Hier wären wir rausgekommen. Niemand versteht es. Das habe ich nicht gesehen, das Fenster. Habt ihr das eben schon gesehen? Schreibt mir das wirklich gerne mal in die Kommentare, weil ich finde, manchmal ist man beim Spielen dann so blind für solche Elemente. Und das würde mich mal interessieren, ob ihr es als Zuschauer dann schon gesehen habt. Das ist bestimmt wichtig später. Gut, rein da. Ja, mit dem Spaß. Eine rote Zirbelkugel, die Frequenzen an die Zirbeldrüse senden soll. Okay, natürlich. Was immer du sagst. Oh mein Gott. Ein neues Band. Signal des Aufstiegs. Komm her. Das gibt's doch eher auf die Schnauze. Ich höre dich doch schon. Ein Brief. Die Lage war in letzter Zeit recht angespannt. Wie bereits in meiner letzten Nachricht angemerkt, scheinen sich mehrere nicht genehmigte Freundschaften zu entwickeln. Oh, nicht genehmigte Freundschaften, okay. Damit sich die Loyalitäten nicht in eine ungewollte Richtung verschieben, schlage ich vor, Laurie beim heutigen Ritual mit negativer Energie zu belasten. Wow. Nachdem Sarah Ann auf die andere Seite übergegangen ist, hat sie angefangen, kontraproduktive Fragen zu stellen. Wir sollten uns also besser, früher als später um sie kümmern. Oh, ist das eine kranke Scheiße. Oh mein Gott. Ich hasse immer diese Türen im Videospielen, die von selbst wieder zugehen. Ach, ich liebe es, dass man hier durchrennen kann. Ach du Scheiße, das ist ja eine richtige Party. Wie wär's mit Feueröl und Feuerpeitsche? Oh. Du auch! Du dein Kumpels! Das hat gut geklappt. Gute Kombo. Ja, die Frage ist, bist du der? Ja. Ich habe mir immer noch nicht merken können, was für was ist. Und ihr seid doch eigentlich auch böse. Ich brauche ich auch noch nicht so ganz. Wo bin ich hier überhaupt? Ah, die Scheune. Ach, guck mal, und jetzt hätten wir hier einen Shortcut, theoretisch. Falls wir was wollen würden. Ich habe eine Zirbelkugel gefunden. Gefällt mir nicht die Geräuschkulisse. Sag ich ganz ehrlich. Hier werde ich auch gleich wieder angegriffen, oder? Da ist das nächste. Ah. Was haben wir hier? Eine Kiste. Finden wir vielleicht ein paar Kristalle. Wir könnten mal wieder gucken, wie das mit den... Wie Inventar voll. Was ist es denn? Ah, das ist hier wieder, oder? Lavendel im Glas. Ah, ja, tatsächlich. Wehe, hier kommen gleich wieder Bienen oder so.
Oh, dich brauche ich. Dich nehme ich mit. Du gefällst mir. Oh. Gibt es für alle Ewigkeit. Orange einmal hier. Unsere Erleuchtung wird vom Kosmos selbst angeleitet. Ja. Okay, die orangene Zwirbelkugel. Ich nehm's mal mit. Ja, die nehmen wir dann mal mit. Oh mein Gott, scheiße. Erschreck mich doch nicht so. Komm her. Nee, ihr könnt ja nicht raus dann da. Ich meine, ich lasse mir damit XP entgehen, aber ich würde mir gerne ein bisschen HP gerade aufbewahren, weil es kommt bestimmt auch wieder ein Bossfight und wir sind nicht so gut aufgestellt, was die HP angeht. Puh. Heute Abend wird wieder gejagt. Seid hasserfüllt. Bereitet euch vor. M.A. Also das gefällt mir gar nicht, was ich hier lese, so in den letzten Nachrichten. Das ist alles überhaupt nicht gut. So, aber zum Thema Prismen... Das war die falsche Taste. Zum Thema Prismenkristalle. Wie sieht's denn aus? Wir haben 7 Stück. Womit haben wir denn am meisten Probleme? Schon immer noch HP, ne? Aber die haben wir schon ausgebaut, wie es geht, anscheinend. Was wäre das hier? Ausweichen. Perfektes Ausweichen verlangsamt die Zeit. Das wäre gut, aber nicht genug Erfahrung. Der Panikzähler ginge, betäube Gegner, nachdem du eine Sekunde lang gegen eine Panikattacke gekämpft hast. Ah, finde ich nicht so gut. Mehr Psyche durch Lavendel ginge. Hier haben wir nicht genug Erfahrung. Mehr Geist durch Geistespilze. Geistanzeige vergrößern. Nahkampfschaden. Mehr Nahkampfschaden wäre vielleicht nicht verkehrt, ne? Nehmen wir mehr Nahkampfschaden. Was haben wir denn noch? Mehr Psyche durch Meditation. Psychenanzeige vergrößern. Weniger Schaden bei Angriffen. Jetzt können wir noch einen Dreier aufrüsten, wenn wir irgendwo noch eins haben. Haben wir noch einen Dreier? Ne, nur Einser, ne? Dann geben wir das doch dafür noch. Oh ne, wir haben gar kein Geld mehr. Okay, habe mich irgendwo vertan. Aber wir haben ein bisschen was geskillt. Auch gut. So, jetzt geht's hier mit Grün weiter. Und die 4. Da habe ich das Gefühl, dass wir uns das nachher nochmal alles angucken müssen. Also ich glaube, wir müssen ja nochmal zurück, weil ich mir das jetzt nicht aufschreibe oder so. Kann das sein? Aber Orange 4? Naja, wir sehen es dann. Ich bin jetzt... Oh mein Gott, der Kerl ist wieder hier. Ich hasse ihn. Ah, warum bist du versperrt? Guck mal, eine 2. Den kann er uns nicht folgen. Sehr schön. Es ist zwecklos. Ich bin wertlos. Es fällt mir schwer, jeden Tag meine abendlichen Gesänge zu beenden. Aber es gibt ja sonst nichts zu tun. Monroe hat mir gesagt, dass er den Schmerz aus mir rausholen würde. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie das Leiden mich verlassen hat. Es sah aus wie ein nebliggrünes Licht, das aus meinem Körper gezogen wurde. Aber ich fühle mich innerlich tot. Ich kann nicht einmal mehr weinen. Was ist los mit mir? Sorry, ich habe immer noch ein bisschen Angst. Weil ich das Vieh immer noch höre. Moin! So eine Kacknummer haben wir auch wieder am Start. Wir sind berufen. Meine Kräfte ermöglicht. Weg mit dir. Okay, und die grüne Zirbelkugel. Okay. Nice. Wir sammeln uns die Farben zusammen. Ah, und jetzt kommen wir hier wieder raus. Na? Und das. Oh, und der gruselige grüne Nebel ist jetzt weg. Okay, interesting, interesting. Wenn wir die Kugeln aufnehmen, dann verschwindet der böse Nebel. Perfekt. Okay.
Die Geräuschkulisse ist trotzdem nicht so schön. Hilfe. Warum juckt meine Nase so? Wie soll ich spielen, wenn meine Nase so juckt? Das ist gemein. Oh, hi. Gott sei Dank. Jess, bin froh, dich zu sehen. Ja, same. Der Nebel, es war furchtbar. Meinst du, dass du klarkommst, Hannah? Glaube schon. Was macht der Nebel mit dir? Schlimmer als diese Kreaturen ist es, die Stimme meiner Schwester zu hören. Ich hoffe sehr, dass sie nicht echt ist. Hoffentlich. Die Dinge da drin waren zu echt. Wie auch immer, wir müssen trotzdem noch die Maske holen. Ja, ich habe die Zirbelkugeln. Sie sollte hinter dieser Tür sein. Die rührt sich aber kein Stück. Ich kümmere mich drum. Ruh dich aus. Okay, aber nimm erst mein Prisma. Du brauchst es für die andere Seite der Kommune. Ob das so eine gute Idee ist, ihr Prisma zu bekommen? Das indigofarbene Prisma. Dieser Kristallanhänger wurde aus Amethyst gefertigt. Mit ihm werden Ängste verringert und Verbindungen aufgebaut. Die negative Energie in diesem Prisma kann freigesetzt werden, um seinen Träger mit den düsteren Gedanken anderer Personen zu verbinden. Okay, wir haben jetzt ihren, ja, die 6 Zirbelkugeln und dann wissen wir auch, welche wohin kommt, glaube ich. Wobei da ja nur in diesem, ne, da steht ja nur, wo die oben in dem Kreis hinkommen. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, welche Stelle für was steht. Ich würde jetzt raten, dass das lila ist, das dann grün und das rot. Und dass es dann vielleicht im Uhrzeigersinn geht? Oder ist das dann orange? Wisst ihr, weil das eine ist halt eine Linie und das eine ist ein Kreis. Ich weiß noch nicht genau, wie das übertragen wird. Aber den widmen wir uns dann in der nächsten Folge. Darum kann sich Zukunfts-Maike kümmern. Ja, dumm gelaufen, Zukunfts-Maike. Ich sag an der Stelle Tschüss und wir sehen uns.